Hallo, liebe Zuschauer, ich befinde mich hier in London und ich würde mich gerne mit einer Frau unterhalten, die im Bereich der militärischen Forschung arbeitete und über die Infrastruktur der Chemtrails informiert war. Leider kann ich aber nicht mehr mit ihr sprechen, denn sie weilt nicht mehr unter uns. Aber ich kann mich mit ihrer Tochter unterhalten. Sie ist heute hier und ich möchte Cara St. Louis aus Neuengland zu unserem Gespräch begrüßen. Sie schrieb ein Buch mit dem Titel Crosswalk, die Sonnendiebe. Liebe Cara, herzlich willkommen zu unserem Interview bei Bewusst TV. Dankeschön, freut mich hier zu sein. Chemtrails, Streifen am Himmel, für viele stellt sich dabei die Frage, ob die wirklich real vorhanden sind oder wie viele meinen, dass nur eine Verschwörungstheorie ist. Du hast ja ein fiktives Buch, einen Thriller geschrieben. Ist es für dich nun Fiktion oder Realität? Es handelt sich um die fiktive Handlung der Ereignisse, die mich schon persönlich berührten und die ich auch teilweise direkt erlebt habe. Dazu muss angemerkt werden, dass ich, bevor ich mit dem Buchprojekt anfing, nicht die geringste Ahnung von der Thematik um die Chemtrails hatte. Es ging mir wirklich wie all jenen Menschen, die Tag ein, Tag aus nichts Schlimmes vermuten. Der Anstoß zum Verständnis der Chemtrails kam durch eine Verkettung von Umständen und der Aufdeckung gewaltsamer Vorgänge, die mich dann aufhorchen ließen. Am Anfang stand der gewaltsame Tod meiner Mutter. Zum Hintergrund, meine Mutter arbeitete für die Forschungsabteilung der US-Marine. Sie stand als zivile Person über viele, viele Jahre im Dienst dieser militärischen Einrichtung. Es war wohl ihre Arbeit hier in London, die sie in sehr enge Verbindung mit den Forschern brachte, die die wissenschaftliche Arbeit im Bereich militärischer Anwendungen atmosphärischer Physik betrieben. Die Geschichte nahm für mich ihren Anfang am 17. Juli 2010. Meine Mutter begann diesen Tag wie üblich mit den Dingen, die sie an Sonntagen immer tat. Sie begab sich auf den Weg in die Kirche. Als sie die Hauptstraße dieses kleinen Ortes mit ganz wenig Verkehr überquerte, wurde sie auf dem Zebrastreifen überfahren und so schwer verletzt, dass sie daraufhin ein paar Stunden später im Krankenhaus verstarb. Es war ein sehr erschütternder und aufrüttelnder Vorgang für mich und meine Familie, der die Großmutter unter tragischen Umständen entrissen wurde. Mit gerade mal 74 hätte sie noch ein paar gute Jahre zu leben gehabt. Sie hatte die Straße fast komplett überquert, als diese Tragödie ihren Lauf nahm. Das war schon viel an Trauer und Drama, mit dem man danach gezwungen ist, sich zu befassen. Nachdem ich über den ersten Schock und die unmittelbaren Konsequenzen dieses Ereignisses hinweg war, bekam ich ein merkwürdiges Gefühl. Und wie ich die Sache auch hin und her drehte, ergab sie keinen Sinn. Meine Intuition ließ mich immer wieder denken, dass dieser Vorgang etwas mit der Arbeit meiner Mutter zu tun haben könnte. Es war natürlich nicht die Sorte Gedanken, auf die ich mich mit großer Neugier hätte stürzen wollen. Es war für mich ein ziemlich angsteinflößender Gedanke, mich in dieser Richtung weiter kundig zu machen. Diese kleine alte Dame, die sich kaum noch ihre Sozialversicherungsnummer merken konnte. Es ist für sich schon ein beunruhigender Gedanke, dass so jemand sich seines Lebens nicht mehr sicher sein kann. Also begann sich der Gedanke bei mir als Hypothese festzusetzen, dass ihr Tod etwas mit ihrer Arbeit zu tun haben müsste. Dieser Gedanke begleitete mich durch den gesamten Herbst 2010. Dann widerfuhren mir ein paar Dinge, die mir irgendwie verdächtig vorkamen und mich immer mehr davon überzeugten, dass ich dieser Sache wirklich nachgehen müsste. Zum einen gibt es da den spektakulären Fall des John Wheeler, eines 60-jährigen hochrangigen Verbindungsoffiziers, der im Laufe seiner langen und distinguierten Karriere die Arbeit zwischen dem militärisch-industriellen Komplex und der Regierung der USA koordinierte. Am 21. Dezember 2010 wurde sein Körper tot in einem Müllcontainer aufgefunden. Bis zum heutigen Tag wurden keinerlei Ermittlungen eingeleitet oder eine offizielle Untersuchung des Falles aufgenommen. Genauso verhielt es sich mit meiner Mutter. Wir haben hier eine hochrangige Zivilistin, die einfach so überfahren wird. Dieser Vorfall erinnerte mich daran, dass ich selber auch noch etwas abzuklären hatte. Genau einen Tag nach dem Fund von John Wheeler fielen auf einmal Tausende von Vogelkörpern tot vom Himmel und als nächstes im Januar 2011 wurde tonnenweise toter Fisch an Land geschwemmt. Es ging weiter mit Wellen von massiven Tiersterben an den unterschiedlichsten Orten der USA. Und von offizieller Seite wurden die haarsträubendsten Erklärungen dafür abgegeben worden. Joe, vielleicht erinnerst du dich daran? Ja, genau. Als ich dann begann nachzuforschen, fügten sich die Fragmente zu einem komplexen Bild zusammen. Da ist einmal meine Mutter, die als Zivilistin mit einer sehr hohen Sicherheitsstufe mit vielen der hochkarätigen Wissenschaftler im Dienste der Militärs in London zusammenarbeitete. Diese Arbeiten gingen teilweise noch aus dem Nachkriegsprogramm Operation Paperclip der US-Regierung hervor.
Die Wissenschaftler, mit denen meine Mutter zusammenarbeitete, waren speziell mit der Forschung an atmosphärischen physikalischen Phänomenen für die US-Marine befasst. Die Zielplanung und Anwendung dieser Forschung sind natürlich immer auf waffenfähige Technologien ausgerichtet. Die Marine hat logischerweise schon im Vorfeld der Vergabe von Forschungsaufträgen ein großes Interesse an derartigen Anwendungen. Aha. Mein Gedankengang war folgender. Wusste diese arme alte Frau etwas, woran sie sich plötzlich erinnern konnte? Könnte es sein, dass sie trotz ihrer offensichtlichen Altersschwächen auf einmal einen Erinnerungsschub bekommen könnte und dass sie dann bestimmte geheime Dinge ausplaudern könnte? Sie könnte sich zum Beispiel fragen, wo habe ich diese Dinge schon einmal gesehen? Wo habe ich über diese Dinge schon einmal gelesen? Zum Beispiel, als ich die Arbeiten der Wissenschaftler redigierte. Das sind die Überlegungen, die mich dazu brachten, mich mit der Anwendung atmosphärischer Waffensysteme und dergleichen zu befassen. Wenn man dann anfängt, sich mit dieser Thematik tiefer auseinanderzusetzen und den Deckel öffnet, dann fallen einem aus dieser Truhe auf einmal alle möglichen Dinge entgegen. Sehr schreckliche Dinge. Es gab da einen speziellen Wissenschaftler, mit dem meine Mutter sehr eng zusammenarbeitete. Er war Experte für Atmosphärenphysik. Meine Recherchen förderten diese Informationen im Zeitraum Februar bis März 2011 zutage. Daraufhin musste ich mich entscheiden, ob ich diese Fährte weiter verfolgen und in Buchform niederschreiben wollte. Die Entscheidung beinhaltete die Möglichkeit, dass mir im Verlaufe der Entwicklung dieses Projektes möglicherweise schlimme Dinge zustoßen könnten. Denn eine Person hatte in diesem Zusammenhang ja schon ihr Leben gelassen. Und schon zu Beginn meiner Recherchen versuchte ein Autofahrer, mich auf die Gegenfahrbahn einer vielbefahrenen Straße abzudrängen. Ich war im Auto meiner Mutter unterwegs. Das geschah etwa 2 Wochen nach ihrem Tod und ich hatte noch nicht einmal die Nummernschilder austauschen lassen. Einerseits verfolgte ich meine Recherchen mit einer sehr logischen, analytisch aufgebauten Haltung. Andererseits fingen auf einmal merkwürdige und unfallträchtige Zufälle an, sich zu häufen. Es war schon ein interessanter Zusammenhang, dass meine Mutter überfahren wurde und weniger als 2 Wochen später versucht, mich ein anderes Auto aktiv im Verkehr abzudrängen. Beide Dinge geschahen an Orten, wo so etwas einfach nicht vorstellbar ist. Als denkende Person muss man skeptisch bleiben und es müssten da schon ein paar Beweise her, um die Realität der Lage weiter zu erfassen, dachte ich mir. Der andere merkwürdige Aspekt bei diesen Vorgängen war, dass ich keinerlei Informationen zu den Umständen des Todes meiner Mutter in Erfahrung bringen konnte. Bis heute hat sich das als äußerst schwierig erwiesen. Warum? Sie war doch nur eine kleine alte Frau, die auf dem Weg zur Kirche war. Mir ist keinerlei Unfallbericht, der diesen Namen verdient, ausgehändigt worden. Ich konnte praktisch gar nichts über die Vorgänge in meine Hände bekommen. Der Staatsanwalt hat mir keinerlei offiziellen Bericht zukommen lassen, wie es seine Pflicht gewesen wäre. Mein eigener Anwalt musste auf die zuständige Polizeidienststelle erstmal einwirken, dass ich ein Recht auf diese Informationen hätte. Etwa 3 bis 4 Monate nach ihrem Tod bekam ich dann so etwas wie einen Unfallbericht ausgehändigt. Der Briefumschlag wurde mir durch die Post mit handschriftlich eingetragener Adresse ohne Absender zugestellt. Es sah überhaupt nicht wie eine offizielle Mitteilung des Amtes aus, sondern so, als hätte ein Unbekannter den Bericht gerade mal in einen neutralen Umschlag gesteckt und abgeschickt. Aber ich konnte nie in Erfahrung bringen, wer mir da einen Brief hat zukommen lassen. Ich war die einzige Hinterbliebene und Erbin, weshalb das alles keinen Sinn ergab. Als ich mit meinen Nachforschungen weiter an den Dingen dran blieb und sich vor mir ein immer größeres Gesamtbild ausbreitete, kam ich nicht umhin, mir über Geoengineering und Chemtrails Gedanken zu machen. Denn darauf ließen alle meine Erkenntnisse hinaus. Ich wusste eigentlich überhaupt nichts von dieser Thematik. Also vertiefte ich meine Recherchen und traf dabei vermehrt auf Leute, die schon lange im Internet an dem Thema dran waren und mich mit weiteren Informationen versorgen konnten. Insbesondere danke ich einer Person, die mir bei der Entstehung des Buches entscheidend unter die Arme konnte, Mark McCandlish, als Spezialist mit seinem lexikonartigen Wissen bei uns in der Szene sehr bekannt. Als ich dann noch weitere Beiträge und Dokumentationen zum Thema anschaute, wuchs bei jedem Schritt gleichzeitig auch ein diffuses Angstgefühl, das sich zeitweise bis zu einer Art Todesangst steigerte. Ich konnte mit diesem Gefühl nur noch umgehen, indem ich meine Ergebnisse veröffentlichte, dachte ich mir. Deshalb musste das Buch an die Öffentlichkeit gebracht werden. Es wurde mir immer klarer, dass die Geschichte einfach an die Öffentlichkeit gehörte. Sie musste herausgebracht werden. Dann fasste ich den Entschluss, dass die richtige Erscheinungsform ein Buch sei. Und dann setzte ich diesen Entschluss um. Mögen die Würfel schlussendlich so fallen, wie sie geworfen wurden. Gleichzeitig habe ich Kinder im Teenageralter
Und zwei von ihnen haben schwer mit chronischen Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Meine Tochter hat Symptome einer Krankheit, die ich anhand meiner Nachforschung auf die pathogenen Ursachen einer chronischen Schwermetallvergiftung zurückführen kann. Diese Symptome werden auch mit der großflächigen Ausbringung von Nanopartikeln in Aerosolen in Verbindung gebracht. Die Blutanalyse meiner Tochter ergab hohe Konzentrationen an Arsen, Cadmium, Blei und fast keinerlei Vitamin D war noch in ihrem Körper aufzufinden. Chronische Krankheiten verschiedenster Art sind ein weiterer Umstand, der mit dem Vorhandensein dieser giftigen Chemikalien in der Umwelt und im Körper zusammengebracht wird. Ich begann zu verstehen, dass mein gesamtes Leben von dieser Thematik durchdrungen und überschattet war. Ob ich es nun wollte oder nicht, schließlich war jemand im Zusammenhang mit diesem Thema gestorben und meine Kinder litten unter den Konsequenzen der Anwendung dieser Forschungsergebnisse. Hier finden wir uns alle mit der Frage konfrontiert, was man tun muss, wenn man über solche Dinge etwas weiß. Welches Risiko geht man ein, wenn man anfängt, darüber nachzudenken? Aber wie ich schon im Vorgespräch zu dir sagte, es waren die Ereignisse von Fukushima, die mir den Anstoß gaben, meine Kräfte wirklich zu bündeln. Fukushima war die letzte Karte, die gespielt wurde und die dazu führte, dass ich aktiv wurde. Wir bringen es am besten alles an die Öffentlichkeit, denn sonst werden sie einfach alles tun, was sie wollen, ohne dass ihnen Einhalt geboten wird. Wir müssen einfach wissen, was hier vor sich geht. Das sind wir uns und allen schuldig. Sie werden uns sonst sowieso alle umbringen. Ja. Das sind genau die Methoden, die sie benutzen, um sich unserer zu entledigen. Ich schrieb also an dem Buch weiter. Ich hatte das große Glück, dabei eine ganze Reihe von Helfern zu finden, besonders für den technischen Bereich. Denn davon hatte ich ja überhaupt keine Ahnung. Es gab da lauter Sachen, die ich nicht kannte oder deren Authentizität ich nicht beurteilen konnte. Es dauerte ungefähr 18 Monate, bis das Buch fertig war. Meine Erkenntnis hinsichtlich der Chemtrails und wie sie uns auf diesem Planeten betreffen, war folgende. Erstens gibt es da eine Gruppe von Leuten, die ohnehin schon den Durchblick haben, da sie sich durch die Datenfülle schlau machen konnten. Das ist aber eine relativ kleine Gruppe. Für die Mehrheit der Menschen bedeutet es eine große Zumutung, sich für dieses Thema zu öffnen, da es ihre eigene Welt sich zu stark stört und erschüttert. Es erschreckt sie und sie möchten sich nicht gern von ihrer gewohnten Sichtweise entfernen. Also wurde mir klar, dass ich eine Geschichte erzählen musste, die, wenn jemand wie ich als Betroffene in der Lage war, sie zu verstehen, eigentlich dann auch für größere Kreise zugänglich sein müsste. Und ein Buch wäre so gesehen etwas, was diese Wirkung auslösen könnte. Ich wusste also, dass ich einen Handlungsstrang oder einen roten Faden brauchte, aus dem ich die ganze Sache entwickeln konnte. Es ist nämlich ziemlich unwirksam, wenn die Menschen mit zu viel trockenen technischen Daten zugekleistert werden. Dann rasseln die Rollläden schnell herunter und die Kommunikation ist gelaufen. Ende der Geschichte. Die zweite Sache, die mir bei dem Projekt am Herzen lag, war die, dass ich keine Geschichte mit Open End schreiben wollte. Das ist der andere Aspekt, nämlich der die Menschen früh dicht machen lässt. Deshalb hatte ich den Wunsch, den Traum, die Vision, den Glauben, dass es letzten Endes die Menschlichkeit in uns allen sein wird. Und ich sehe eine Lösung, die die Piloten der Flugzeuge mit einschließt, mit der Wahrheit ans Licht zu treten. Ich glaube, mit diesem Dreh- und Angelpunkt wird das gesamte Programm stehen oder fallen. Du hast gerade die Piloten angesprochen. Kannst du uns etwas über die Rolle der Fluglinien etwas sagen? Sind das mehr militärische Flugzeuge oder auch zivile Fluggesellschaften? Wie funktioniert das Ganze? Dazu gibt es inzwischen im Netz eine Menge von Informationen. Es gibt eine ungeheure Datenfülle, die darauf schließen lässt, dass es bestimmte Flugplätze gibt, von wo aus diese Aktivitäten ausgeführt werden. In den Vereinigten Staaten gibt es mit Sicherheit viele. Ich bin nicht ganz sicher, ob es sie auch in Europa gibt. Es gibt also eine ganze Anzahl von Stützpunkten, jedenfalls in den USA, die von nicht gekennzeichneten Flugzeugen als Basen benutzt werden, um speziell diese Chemtrail-Programme auszuführen. In gleicher Weise gibt es viele Hinweise darauf, dass auch kommerzielle Flugzeuge für derartige Programme eingesetzt werden. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass manche kommerzielle Fluggesellschaften darüber Bescheid wissen und andere nicht. Ich hatte das Privileg, eine von einem Flugzeugmechaniker mir zugespielte geheime Nachricht anzuschauen, die Clifford Carnicom in seinem Institut in Neumexiko zugespielt wurde. In dieser aus Insiderkreisen stammenden Nachricht wurden die Details dargelegt, wie die Chemikalien für die Sprühaktionen an die kommerziellen Fluggesellschaften gebracht werden. Das weiß nicht unbedingt jedermann und deshalb bringe ich es in meinem Buch.
Es war wichtig, dass ich all das untergebracht habe, denn die Menschen können sich meist gar nicht vorstellen, wie das alles vonstatten gehen kann, ohne dass große Kreise darum wissen. Dieser Flugzeugmechaniker war so mutig, zu sagen, wie er die Sache beobachtet hatte. Es gibt extra Systeme für das Versprühen an Bord der Flugzeuge. Die Fahrzeuge, die die Beladungen der Flugzeuge mit den Chemikalien durchführen, sind als Fäkalientanks zur Entsorgung der Flugzeugtoiletten getarnt. Und damit will natürlich kaum jemand was zu tun haben. Nee, niemand will sich mit diesen Fäkalienfahrzeugen näher befassen. Deshalb führen diese Fahrzeuge von neugierigen Augen unbemerkt ihre Aufgaben insgeheim aus. Also, es gibt Wege, wie diese Dinge ihren Weg in die Flugzeuge kommerzieller Fluggesellschaften finden. Es geht auch die Rede um, dass viele Flugbegleiter in letzter Zeit öfter krank werden, da sie ständig durch diese ganzen giftigen chemischen Wolken fliegen müssen. Es wird immer klarer, dass sich die Hinweise immer deutlicher zu verdichten beginnen. Das ist sicherlich eine denkbare Variante, wie sich die Sache manifestiert und abspielen kann, weshalb ich das auch in meinem Buch mit eingebracht habe. Es ist aber sehr wichtig für mich, dass die Menschen verstehen, wie diese Dinge ablaufen. Es ist einer der wichtigen Punkte, die man in den Diskussionen immer wieder zu hören bekommt, wenn die Leute dann sagen, dass das doch alles ganz unmöglich gehen kann. Ja, es ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen, wie das machbar ist in diesem Ausmaß. Wie kann das möglich sein, wenn niemand es je gesehen hat? Das fragen die Leute. Wir leben in einer Welt, in der alles sehr voneinander getrennt geschieht. Es funktioniert alles nach dem hierarchischen Need-to-Know-Prinzip. Die Tendenz, alles zu spezialisieren, ist ein anderes Thema, das im Buch behandelt wird. Wie kann jemand im Funktionsablauf wirklich nicht wissen, was insgesamt geschieht? Jemand in Australien setzt eine Anweisung an einen Piloten in Nevada ab, der wiederum nicht unbedingt verstehen muss, weshalb der Einsatz geflogen wird. Allerdings gibt es auch Anlass zu der Vermutung, dass Piloten manchmal auch Bescheid wissen. Es gibt unter anderem bestimmte Wissenschaftler in den USA, die als Fürsprecher in der Öffentlichkeit für das Geoengineering eintreten. Noch vor 2 Jahren war es praktisch überhaupt nicht möglich, darüber auch nur zu reden. Aber ich glaube, inzwischen geht die Zahl der Menschen, die sich darum Sorgen machen, in die Millionen. Wer also immer auch die Sache kommerziell betreiben mag, hat sich wohl inzwischen überlegt, dass es an der Zeit wäre, die Sache mit einem akademischen Anschein an die Öffentlichkeit zu bringen. Dr. David Kath ist einer der großen Fürsprecher, die ihre Version der Geschichte öffentlich bringen dürfen. Also reden wir inzwischen immerhin schon mal über das Geoengineering. Ich habe gerade den Faden etwas verloren. In welche Richtung? Vielleicht können wir noch etwas zurückgehen und nochmal auf die Infrastruktur und die Rolle der Piloten zu sprechen kommen, die doch zumindest etwas darüber wissen müssten. Ah ja, die Piloten, das ist ein interessantes Phänomen, denn die brauchen gar nicht unbedingt etwas zu wissen. Die Sprühaktionen können nämlich inzwischen mit Fernsteuerung oder über Software ausgelöst werden. Und alles auf der Need-to-Know-Basis. Ja, die Piloten brauchen keine Ahnung davon zu haben. Die fliegen ja mit einer riesen Geschwindigkeit nach vorne. Es ist so simpel und einfach, wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken. Sie fliegen in eine Richtung nach vorne und die Chemikalien fliegen hinten raus. Sie brauchen dessen nicht einmal gewahr zu werden, außer sie sehen es bei einem anderen Flugzeug herauskommen. Ja, es gibt ein interessantes Video, das Piloten aus ihrem Cockpit aufgenommen haben, wo sie die Streifen gefilmt haben und sich darüber lachen. Aber sie wissen nicht, was es ist und sie denken, das ist halt ganz normal heute. Normaler Flugbetrieb eben. Ja, dieser Punkt hat auch mit der Angst vorm Verlust des Arbeitsplatzes zu tun. Denn viele Frauen und Männer unter den Piloten fliegen inzwischen in den USA für ähnliche Löhne, wie sie bei McDonald's gezahlt werden. Sie wollen einfach nur fliegen, das ist ihr Traum, ihr Job. Sie wollen ihrer Leidenschaft frönen dürfen. Es sind also gar keine hochbezahlten Jobs mehr? Nein, überhaupt nicht. Diese Leute wollen einfach fliegen und manchmal denke ich auch, es geht ihnen nur noch um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Die Menschen stellen die richtige Frage, wenn sie wissen wollen, warum niemand darüber Bescheid zu wissen scheint. Viele wissen nämlich etwas darüber und die Frage lautet, sind wir bereit, darüber zu sprechen? Viele Leute reden schon darüber und deshalb denke ich, dass das einen Anreiz für die andere Seite darstellt, die Sache in kontrollierter Form nach und nach öffentlich zu machen und mit ihren eigenen Begründungen zu vertreten. Also was Sie damit bezwecken wollen? Es ist eine Diskussion, die in den letzten 1 bis 1,5 Jahren allmählich in der Öffentlichkeit angekommen ist. Und dann können Sie sich hinstellen und sagen, dass das gesamte Sprühen was Gutes für unseren Planeten ist. Damit ließe sich zum Beispiel der Klimawandel unter Kontrolle bringen oder so. Klar, Gott sei Dank gibt es die Leute, die Dokumentationen mit Titeln wie Warum in aller Welt sprühen Sie das herausgebracht haben. Kennst du diese Arbeiten? Gerade im letzten August kam da eine Dokumentation heraus.
heraus und in dieser Dokumentation werden alle Argumente, die von der anderen Seite zum Geoengineering vorgebracht wurden, bis ins Kleinste zerpflückt und als haltlos zurückgewiesen. Es gibt inzwischen ein über die gesamte Welt verteiltes Netzwerk von Menschen, die Daten sammeln und zusammentragen. Außerdem haben sich auf lokaler Ebene in den USA Gruppen gebildet, die versuchen, auf ihre Regierungen dahingehend Einfluss zu nehmen, dass Verbote ausgesprochen werden. Ja, es ist ja auch überhaupt nicht sinnvoll und logisch, dass man damit jetzt einen Schutz gegen erhöhte Sonneneinstrahlung erreichen könnte. Denn dann könnten sie es ja auch über Wüstengebieten machen, aber sie sprühen ja meistens über dicht bevölkerten Gebieten. Genau, bevölkerungsreiche Gebiete und auch Gegenden, wo dann wiederum so gezielt gesprüht wird, dass die globalen Windbewegungen den Rest erledigen können. Und von den Vorträgen von David Cath und Ken Caldera her ist bekannt, die sind ja vehemente Verfechter der Vorstellung, dass die Aluminium-Nanopartikel das Sonnenlicht wieder zurück in den Raum reflektieren sollen. Die Wirklichkeit ist aber, dass dadurch die Hitze auf der Erde auch über Nacht gebunden bleibt, also in keinster Weise eine Abkühlung des Klimas erreicht werden kann. Außerdem wird die natürliche Vegetation in großen Gebieten abgetötet. Genau, und wir wissen ja nicht, was die wirklichen Gründe für die Anwendung sind. Hast du da irgendwelche Überlegungen gemacht, warum die das machen oder was könnte das eigentliche Motiv im Hintergrund sein? Ja, das ist die große Preisfrage bei der ganzen Sache. Aus all den Gesprächen, die ich mit den Leuten geführt habe, die sich schon lange mit der Sache beschäftigt haben, lässt sich nach Abschätzung vieler Faktoren die Vermutung nicht umgehen, dass das Ganze mit System geschieht. Ich glaube, eine wichtige Komponente ist die Gier der Betreiber. Da wird ein großer Kuchen an Geld unter wenige verteilt. Und es gab ja mal eine Zeit, in der das Militär große Anstrengungen unternommen hat, das Wetter zu kontrollieren. Das war die Initialzündung zu den heutigen Entwicklungen. Erinnerst du dich noch an die Spekulationsgeschäfte mit den landwirtschaftlichen Produkten? Da werden für viel Geld Wetten abgeschlossen, ob die Sojaernte gelingt oder nicht. Ist es da nicht naheliegend, dass diejenigen, die da mitmachen, gleich das Wetter mitkontrollieren? Da passiert momentan sehr viel in dieser Hinsicht. Alles, worüber ich gesprochen habe, beruht auf Informationen, die für die Öffentlichkeit frei zugänglich sind. Könnte es nicht auch einfach mit Bevölkerungsreduktion zu tun haben? Stichwort Georgia Guidestones. Ja, auch das wurde in diesem Zusammenhang diskutiert und die Faktenlage legt den Schluss nahe, dass auch das als Teil der Planungen anzusehen ist. Wir können es sicher nicht beweisen, aber es riecht ganz stark nach diesen Tendenzen, die Bevölkerung künstlich zu vermindern. Etwas, was in den Vereinigten Staaten zu beobachten ist, ist Folgendes. Im Gesundheitsbereich sind in den letzten 10 Jahren viele chronische Krankheiten praktisch am Explodieren. Alle Krankheiten, die in verschiedenster Weise mit den Atemwegen und der Lunge zu tun haben. Die Immunsysteme leiden auch ganz stark. Insbesondere sind immer wieder Körpersysteme betroffen, die direkt von Metallen angegriffen werden. Insbesondere sei hier das Aluminium genannt. Die Aluminium-Nanopartikel konnten mit Problemen wie der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden. Dieser Komplex von Krankheiten des Nervensystems ist unter anderem während der letzten 10 Jahre absolut explodiert. Darüber hinaus liegen inzwischen wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die besagen, dass die Aluminium-Nanopartikel zusammen mit Fluorid bei all den Symptomen, die von Fluorid hervorgerufen werden, beschleunigend wirken. Aluminium wird ja bei vielen industriellen Prozessen als Beschleuniger eingesetzt. Als ich an meinem Buch schrieb, wurde mir klar, dass die Feuer in der Wildnis heutzutage oft fast dämonisch brennen, denn die Wurzelbereiche blieben früher unberührt und heute brechen die Brände nach der vermeintlichen Löschung immer wieder neu aus. Die Feuerwehrleute berichten vermehrt, dass sie solche Feuer bisher noch nicht gesehen hätten. Das Aluminium ist inzwischen so weit ins Erdreich eingedrungen, dass es auf verschiedene Weise die Brände im Wurzelbereich als Brandverstärker wieder aufflammen lassen kann. Aluminiumpartikel spielen dabei eine besonders wichtige Rolle. Und hast du auch schon mal was von den Morgellons gehört? Ja, darüber gibt es ja auch viel Material und es ist insbesondere Clifford Carnicom und seiner Arbeit zu verdanken. Der ist ja ein Experte auf diesem Gebiet. Das Buch war eine wirklich interessante Möglichkeit, das ganze Problemfeld über die Handlungsstränge des Thrillers mit fiktiven Personen zu verbinden. Anhand dieser Struktur ließen sich dann unter anderem Verbindungen zur Gesundheitsproblematik der Morgellons herstellen. Auch was die davon Betroffenen schon unternommen haben oder noch zu unternehmen gedenken.
Ich selber habe mich auch mit der Morgellon-Problematik befasst, denn ich habe selber Kinder, die meines Erachtens nach Krankheiten haben, die im Zusammenhang mit diesen giftigen Aerosolen stehen, die wir alle einatmen müssen. Ich frage mich dabei immer wieder, wie kann ich meinen Kindern in die Augen gucken und ihnen nichts von diesen Dingen erzählen, obwohl ich weiß, dass ihre Probleme mit diesen von ihnen eingeatmeten giftigen Stoffen zusammenhängen. Den Kindern geht es nicht gut, nicht so, wie es uns noch vor 20 oder 30 Jahren gut ging. Man muss sich die Kinder genau anschauen. Und dann versteht man, dass da was Grundlegendes nicht mehr in Ordnung ist. Unsere Kinder fallen uns buchstäblich auseinander mit all ihren Gesundheitsproblemen. Ja, und dann wurde ja nach der Fertigstellung deines Buches dein Haus angezündet. Ja, das war noch nicht das Ende der merkwürdigen Serie an Zufällen. Eines Tages war ich mit meinem Auto unterwegs und plötzlich fiel ein wichtiger Bolzen aus meiner Lenksäule und ich konnte überhaupt nicht mehr richtig lenken. Das sind ja merkwürdige Zufälle. Ja, und diese Vorfälle häuften sich in der Zeit, als ich am Buch schrieb. Gibt es da einen sozusagen rauchenden Colt, der eindeutig darauf hinweisen würde, wer hinter all diesen Dingen steckt? Das muss ich leider mit Nein beantworten. Aber es ist sehr deutlich, dass mir diese Dinge genau zu dem Zeitpunkt passierten, während ich an meinem Buch schrieb und meine Recherchen unternahm. Ich hatte mein Buch auf diesen kleinen Dingern, wie heißen die nochmal? USB-Stick? Ja, genau. Also das Manuskript war auf USB-Stick gespeichert. Und dann gipfelten die Vorgänge am 31. Mai, dem Tag, als das Buch fertig war, darin, dass am Nachmittag plötzlich ein Feuer unser Haus ergriff und das Haus brannte insgesamt bis auf die Grundmauer nieder. Wiederum einer dieser merkwürdigen Zufälle. Und das Einzige, für das ich nochmal ins Haus gerannt bin, war das Buch. Und wenn es anders geplant war, ist Ihre Rechnung leider nicht aufgegangen. Ich habe getan, was ich tun konnte und jetzt ist das Buch veröffentlicht und wir können hier darüber reden. Und jetzt schaut man sich die Zeitspanne von 18 Monaten an, an deren Anfang dieser absolut sinnlose, gewaltsame Tod meiner Mutter stand. Der hat mich ja auf die Reise und dieses Studium und die Recherchen und die Erkenntnisse über die Chemtrails gebracht und was sie uns alles antun können. Damit wird zum Beispiel nicht nur unsere menschliche Gesundheit infiziert und destabilisiert, sondern diese Chemtrails führen bis zum Tod ganzer lebender, komplexer Systeme. Ich glaube, sogar die BBC hat neulich eine Dokumentation zu dem Thema herausgebracht und da wird berichtet, dass die Atmosphäre mit diesen Stoffen derartig zugemüllt ist, dass das Sonnenlicht inzwischen um etwa 20% reduziert ist. Ich glaube, das bezog sich auf den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Joe, jetzt frage ich dich, warum muss die Sonneneinstrahlung eigentlich reduziert werden? Deswegen ist es unsere Aufgabe, die Dinge den Menschen so darzustellen, dass sie die Problematik der gesamten Situation begreifen können. Das hat mich dazu bewogen, mein Buchprojekt anzugehen. Und zufällig brennt genau zu dem Zeitpunkt mein Haus nieder. Aber wir sind jetzt auch hier, um uns über das Thema unterhalten zu können. Ja, aber hast du insgesamt denn nicht wirklich ein bisschen Angst? Doch schon. Aber noch wichtiger ist mir, dass ich nicht irgendwann meinen Kindern in die Augen blicken muss und ihnen sagen muss, dass ich nichts unternommen hätte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Beweggrund für mich. Außerdem haben gerade in den letzten 2 Jahren viele Leute angefangen, darüber zu reden. Und die verantwortlichen Wissenschaftler versuchen, sich mit ihrer gut bezahlten Stellung zu rechtfertigen. Aber die Besorgtheit wächst und je mehr Menschen darüber reden, umso ungefährlicher ist es, dieses Thema in aller Öffentlichkeit zu behandeln. Außerdem sind alle Fakten, die ich in meinem Buch nenne, sowieso schon öffentlich. Das bedeutet, es reden sowieso schon viele Leute darüber. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin jemand, der mit seinen Recherchen auf den Schultern von Riesen von Forschung und Spürsinn steht. Ich bin halt jemand, dem diese Dinge zugestoßen sind und die dann in der Lage war, das Ganze im Rahmen eines Buchprojektes umzusetzen. Gleichzeitig tragen mich auch die Schultern der Leute, die inzwischen bei ihren Nachforschungen ihr Leben lassen mussten. Clifford Carnicom und all die anderen, die guten Dokumentationen darüber zusammengestellt haben, seien hier besonders erwähnt. Und die im Radio interviewt wurden und sich danach konstanten Drohungen ausgesetzt waren und die in dieser Weise ihr Leben weiterleben müssen, möchte ich hier auch erwähnen. Ja, es können einen schon ganz schöne Angstgefühle dabei beschleichen. Aber um es ganz klar zu sagen, ich habe keine Angst mehr. Denn ich glaube, es tauchen Lösungen am Horizont auf. Nachdem ich das Buch fertig hatte, wurde mir immer deutlicher, dass die einzige Sache, der wir uns nicht auszuliefern brauchen, die Verzweiflung ist. Richtig, denn du weißt ja auch, und wir haben darüber geredet, wir sind geistige, spirituelle Wesen, die in diesem Körper inkarniert sind.
Ja, das ist einer der Aspekte und sogar eines der größten Geschenke, mit denen mich dieses Buch bereichert hat. Die tatsächliche Vorstellung, dass das Bewusstsein Licht in das Ganze bringen kann. Andererseits steht dem die Dunkelheit des Unbewussten gegenüber. Meine Vorstellung ist die, dass das Licht der Erkenntnis in der Sache immer die stärkere Kraft ist. Wenn ich mich umschaue und all die Dinge sehe, die gerade jetzt ans Licht kommen, also öffentlich werden, dann bin ich überzeugt davon, dass es da eine ganz reale Kraft gibt, die den ganzen Dreck momentan an die Oberfläche spült, damit wir alles zu sehen bekommen. Das Licht wird im Endeffekt mit all dem umgehen können, damit die Heilung einsetzen kann. Ich habe jetzt viel mehr Hoffnung, nachdem das Buch fertig ist, als ich vorher jemals gehabt habe. Denn die Hinweise verstärken sich immer mehr, dass man sich um diese Dinge einfach konstruktiv kümmern muss und kann. Es ist wahr, wir haben den Verstand und wir haben die Kraft, uns die Lösungen zu erarbeiten. Ja, und wie du sagst, im Moment kommt alles überall an die Oberfläche und wir sind ja gerade hier in London, da kommt im Moment ganz viel ans Licht über Kinderschänder und so weiter. Ja, es ist nicht einfach, die Dinge anzuschauen, aber es ist besser, sie sind öffentlich und sichtbar. Und die dunklen Mächte, die benutzen ja Angst als Werkzeug. Und wenn man sich dieser Angst hingibt, haben sie natürlich ihr Ziel erreicht. Aber wenn man diese Angst überwinden kann, sieht man, dass das Licht stärker ist. Ja, dann wird deutlich, dass sie Spiegelfechterei betreiben. Und das ist das Geschäftsmodell. Spiegelfechterei, Täuschung und Illusion. Und das führt gerade mal zu einer Handvoll Angst. Die kann man wie Staub wegblasen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dieses Buch verfasst hast und uns mit dieser Thematik bereicherst. Ich hoffe, dass noch mehr Menschen auspacken. Vielleicht hilft es ja den Piloten und den anderen Leuten, die auf den Flugplätzen arbeiten, aus ihrer Deckung zu kommen und uns auch etwas darüber zu berichten. Die könnten möglicherweise ihren Job verlieren, aber wir würden alle unser Leben verlieren, wenn wir das nicht aufhalten können. Du bist also auch optimistisch, dass das so passieren kann? Ja, natürlich. Es gibt da eine schwedische Politikerin, die darüber ganz offen Fragen gestellt hat. Es gibt auch viele Politiker in den Vereinigten Staaten, die darüber in verschiedenen Interviews ihre Meinung geäußert haben. Ja, und es gibt eben auch einfache Flugzeugmechaniker, Piloten und ganz normale Leute, die sich darüber auslassen können. Und ich bin sehr glücklich, dass ich eine Geschichte über dieses Thema verfasst habe, die einen Anfang, ein Mittelteil und ein Ende besitzt, der man folgen kann und die auch Raum für Hoffnung lässt. Das Buch gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Ja, und ich hoffe, es werden sich Übersetzer finden, die sich dieser Sache annehmen. Zumindest besteht es, gibt es das ja in Englisch und wir werden hoffentlich noch Übersetzer finden, die sich damit befassen. Es ist ja eine Geschichte, die für die ganze Welt von Bedeutung ist. Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Wenn man Leute wie dich anspricht, die schon viele Informationen zum Thema gesammelt haben, dann spricht man zu einem Kreis Eingeweihter. Und wenn man Leute kennt, die dieses Thema noch nicht kennen, ist das Buch, weil es eben ein Thriller ist, genau das Format, sie damit anzusprechen, damit sie nicht gleich die Klappen dicht machen, wie so oft, wenn man abstrakt oder abgehoben über diese Dinge redet. Es ist eine im Thriller-Format gehaltene fiktive Geschichte mit Anfang, Mittelteil und Ende. Das könnte eigentlich ja auch einen wunderbaren Film ergeben, nicht wahr? Ja, ja, durchaus. Konntest du da nicht was für mich in die Wege leiten? Ja, das weiß ich zwar nicht, denn ich weiß, Filme sind schon Projekte, die sehr viel Aufwand und Geld verschlingen. Aber es ist auf alle Fälle eine gute Geschichte und ich hoffe, dass das irgendwann verfilmt wird. Ich glaube, das Wort Geschichte ist wirklich eine gute Bezeichnung. Ich glaube, du hast recht, das würde einen sehr guten Film abgeben. Ach, das wäre schön, wenn irgendjemand das als Film machen würde. Wäre das nicht großartig? Ja, hoffen wir, dass wir mit deiner Geschichte wirklich viele Menschen erreichen und das immer sich mehr verbreitet. Dankeschön. Danke auch an dich und wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen und du noch weiter für Bewusst TV was erzählen kannst. Vielen Dank, Cara. Vielen Dank dafür, Joe, dass ich hier sein konnte und dir meine Geschichte erzählen konnte. Danke.